Und vor allem, da ich ja schon gerne die Kohle vom Bürgermeister haben möchte, da muss ich nicht so viel abfahren. Also diese Bereiche nochmal neu spielen. Ist es eigentlich ganz gut. Ah, super, hier gab es ja Respawn, stimmt, weil ich hier einmal rausgegangen bin. Aber Kohle, was das angeht, habe ich eigentlich genug. Nein! Egal. Geld ist Geld. So, mit dem Schlüssel können wir jetzt hier aufmachen. Dann geht's weiter. Kommen wir direkt zum Bosskampf? Nee, noch nicht. Ah ja, stimmt, hier geht's noch weiter nach oben. Oh, komm, drauf geschissen. Ich habe jetzt keinen Bock hier irgendwie... Boah, das ist mies. Yo, ist klar. Also wenn das nicht direkt passt, dann bist du hier ganz schnell im Arsch. Aua. Oh, lass mich... Nein, das ist so eine Insta-Kill-Kacke. Ach, Mist. Ich hasse sowas. Also das muss hier echt stimmen. Ich will hier auch nicht so schnell rum... Boah. Bitte, komm, hier ist noch ein Speicheropper. Ein Speicheropper. Und Herzchen. Oh, super. Speicheropper, Speicheropper, ja. Aber erstmal die Herzchen sammeln, weil wenn ich das Spiel neu starten sollte, dann sind hier wieder neue Herzchen. Mache ich natürlich nicht, ne? Nicht nur, um hier Herzen zu sammeln. Ja, sieht man. Lass mich die obere linke Chanté... Ja, komm, das passt schon. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Die obere linke Chanté, die ist gerade dabei, ein bisschen die... Das eine, das letzte Herz so ein bisschen zu verdecken. Aber ich glaube, das macht jetzt nichts. Das ist jetzt so minimal. Ja, es hat... Irgendwie habe ich mir gedacht, dass ich Spinnenkaiserin, Königin des Geplauders... Ja, die hat ihr Netzwerk natürlich überall gespannt. Und dementsprechend steht die voll auf... Alter, was geht denn hier? Warte mal. Warte mal, kann ich? Nee, ich kann nur einen Pikeball benutzen. Okay. Ah, die hat gut gefressen. Der Super Pikeball ist gut. Die hat echt gut gefressen. Ich meine, wenn wir die Item sowieso finden, warum nicht? Keine Ahnung, was diese Viecher be- ja, die wird immer schneller, aber der Pikeball macht richtig gute Arbeit. Yo, yo, yo! Ah, stimmt! Nee, das schaffe ich nicht so lang. Na gut. Das heute ist echt vom... Yo, 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 übertreib. Also vom Wetter hier ist heute echt extrem viel... Es ist extrem dunkel, habe ich so das Gefühl. Also... Ich habe so das Gefühl, es wird nicht so richtig hell. Dafür, dass es gerade mal... dass es Tag ist... So, muss mal ein bisschen Licht anmachen. Tinkerbell schon wieder. Ja. Hey, komm zurück. Eine neue Karte. Super, Karte der Bräunungsinsel. Aha, interessant. Oh yeah. Oh yeah. Oh, cool. Ich hab's geschafft. Das ist eine Quelle des Bösen weniger für den Pirate Master. Ich sag's besser schnell Risky Bescheid. Wir haben hier so gut wie alles abgeklappert. Also von daher nehme ich mal eine Piratenfackel. Yay! Feuerwerk! Guck mal, wie sie sich freut. Haha, super. Und du bist zurück. Nicht ohne Zwischenfall, aber ich habe eine andere Inselkarte gefunden. Und einen Hut. Ich dachte, du würdest dich darüber freuen. Ich habe an meine Männer gedacht. Und den Fluch, der sie kontrolliert. Wir sind alle zusammen unter dem Kommando des Pirate Master gesegelt. Der Pirate Master ist clever.
Er erwartet, dass ich nach meiner Pistole und meinem Hut suche. Deshalb hat er sie hergebracht, um sie mit dem Bösen zu verschmelzen. Er nutzt meine Waffen als Köder. Er plant, den Fluch auszulösen und mich wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Ich kann nicht glauben, dass ich beinahe auf einen so offensichtlichen Trick hereingefallen wäre. Ist dies der Grund, warum du nicht mit mir kommst? Weil du unter demselben Fluch, stehst wie deine Männer? Ich habe keine Angst vor ihm. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich verabscheue ihn. Er soll zurückkehren, damit ich ihn eigenhändig vernichten kann. Ich wollte dich nicht aufregen. Aber hey, wenigstens reden wir endlich mal offen miteinander, nicht? Es tut gut, wenn man so etwas loswerden kann. Ich warte an Bord auf dich. Du gibst eine Bräunungskarte. Supi. Trotzdem möchte ich ganz gerne nochmal einen Screenshot machen. Ja, ich brauche ja natürlich auch hier Thumbnails für die Folgen, ne? Das ist klar. Ich will aber nochmal nach Shuttle Town. Ich glaube, mit dem Hut kann ich jetzt das ein oder andere sammeln. Und ich, wie viele Tintenherzchen habe ich? 3. Nee, mit der kann ich auch noch nichts machen. Die Quelle interessiert mich auch nicht. Ich will hier nochmal rein. Willkommen in meinem Laden. So. Ich will ja noch ein Upgrade. Oh, 300. Nee, dann warte ich nochmal lieber. Weil meine Haare möchte ich gerne zuerst upgraden. Und von daher, ich will nochmal mit dem Bürgermeister schwätzen. Vielleicht hat er ja was, will er etwas Neues haben oder immer noch diese Fleischspießchen, von denen wir ja jetzt genug haben. Von daher, es tut mal gut, wenn es mal ein bisschen leiser ist. Oh, ich habe von jemandem Gerüchte über den Pirate Master gehört. Titter, ich muss wohl meine furchtbaren Tage komplett aus meiner Erinnerung gelöscht haben. Ich bräuchte neuen Fleischlutscher, um mich zu beruhigen. Ich glaube, du hast nicht genug Fleisch. Wollt ihr mich verarschen? Was frisst der denn alles? Ich meine, dass der aussieht, als würde er das Essen genießen, ist mir schon klar. Ich glaube, ich gehe nochmal in die Kanalisation. Ja, da gehe ich jetzt einfach nochmal durch, mach auf dieser Insel die Dungeons nochmal, guck, ob ich noch das ein oder andere Tintenherzchen finde. Und ja, ich will aber nochmal zur Werkstatt vom Onkel. Shanti, bist du gekommen, um einen langen und öden Vortrag über Abenteurer zu hören? Nein, nicht wirklich. Es gibt 4 Arten von Helden auf dieser Welt. Jene, die auch ihre Aufgaben mit minimalem Aufwand erledigen. Jenen, die langsam, aber gründlich sind und jeden einzelnen Schatz einsammeln. Jene, die schnell arbeiten und ihren Erfolg nur in Geschwindigkeiten messen. Und schließlich jene Helden, die alles einsammeln und trotzdem sehr schnell sind. Jeder dieser Helden erhält eine Belohnung, die seiner Leistung entspricht. Ach, was? Aber was für eine Art bin ich, Onkel? Das hängt von dir ab. Super. Toll. Ja, wie gesagt, wir nehmen einfach mal mit, was wir kriegen können. Ich gucke mir das alles nochmal in Ruhe an hier. Und ja, das mache ich eigentlich auch gerade in der Linken. Oh, Shanti, schau mal, wer spontan vorbeigekommen ist. Skys Mutter, wie geht's dir? Ui, oh, die ist eigentlich auch ganz goldig. Hervorragend. Als ich gehört habe, dass mein süßes, junges Schatzi-Baby-Häschen einen attraktiven jungen Mann gefunden hat, musste ich unbedingt kommen und ihn treffen. Oh, guck dir diesen lustigen Hut an. Meine Ehre, Madam. Sie haben ein ganz schönes Mädel hier. Du und Joe? Hehe, ich habe ihn erwischt, als er eins meiner Vogelnester klauen wollte und wir sind ins Gespräch gekommen. Bei einem Kaffee. Also, Tipps von ihr. Brecht ein, tut so, als wenn ihr irgendwas klauen wolltet und dann trinkt mit der ausherrenden Kaffee. Natürlich nicht einbrechen. Und also, ich würde sagen, wir verstehen uns sehr gut. Sie hat mir den Arm gebrochen, weil ich einen der Vögel angefasst habe. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Bald schon werden die Hochzeitsglocken läuten und es wird eine Schar von Enkelkindern geben. Mama! Stimme, geh zur Seite, Kinder. Ich komme schwer beladen. Sky's Vati! Oh, super. Alter Schwede. Autsch, da geht der Rücken. Ich hoffe, ich lebe lang genug, um zu sehen, wie diese beiden Turteltäubchen heiraten. Och, Papa. Ist das der Typ? Mein Herr? Was machst du beruflich, Joe? Ich reiße Schulen nieder und baue daraus Langstreckenkanonen. Das klingt gut. Meine Tochter könnte es schlechter treffen. Papa! Dazu riecht sie auch noch wie der Stall, in dem ich aufgewachsen bin. Jetzt warte mal. Schau dich an, Töchterchen. Ich könnte schwören, dass du noch gestern Windeln und Zöpfe getragen hast.
Iss nicht so viel Gummibärchen-Marmelade, Mädel. Du bist so prall wie ein Rebhuhn. Iss nicht so viel Gummibären-Marmelade. Och, lecker. Mädel, du bist so prall wie ein Rebhuhn. Schatz, blamiere unser kleines Mädchen nicht. Sie pustet sich nur auf, um einen Partner zu finden. Oh, ich glaube, es funktioniert. Hohoho. Bäh. Schaut euch das mal an. Ich habe euch ein echtes Artefakt aus einer verlorenen Welt mitgebracht. Ich könnte es nutzen, um den Raum etwas aufzuhübschen. Gib ihm etwas Kultur. Ich kann selber dekorieren. Vielen Dank. Also, die Sky sieht jetzt nicht so aufgeplustert aus wie ein Rebhuhn. Aber ich würde gerne wissen, wo die ganze Gummibärenmarmelade an der hingekommen ist. Also an der Hüfte hat sie jetzt nichts. Na gut, irgendwo wird sie dann schon ihre Speckwampen versteckt haben. Wahrscheinlich in der Kapuze oder so. Was hältst du davon, Joe? Ich muss sehr nah heran, um es lesen zu können. Da steht eine Nachricht drauf. Hier steht, tot jenen, die dies lesen. Ich fühle mich ein bisschen komisch. Papa, was hast du getan? Oh wow, wer hätte gedacht, dass jemand in diesem Alter noch so Dresche austeilen kann? Shanté, es sieht so aus, als ob dein alter Onkel Mimik mal wieder recht behalten hätte. Er sagt immer, böse Flüche bleiben auch im Alter frisch. Männer sind die besseren Schatzjäger an jedem Tag der Woche. Können wir jetzt bitte nicht über deine Arbeit diskutieren? Das machst du immer, Papa. Du willst wohl, dass ich für immer alleine bleibe. Ja, ja, reg dich nicht auf. Dein Freund wird dir behilflich sein. Werde ich? Wir können den Fluch halt brechen irgendwie. Das geht, glaube ich, in der Wüste. Also war ganz gut, dass wir doch nochmal alles abgeklappert haben hier. Will ich speichern? Ah, der Opa kommt hier sowieso gleich. Du hast nichts zu sagen. Los geht's. Let's go. Let's go. Babam, bam, bam, bam. Aua. So, Fleischbisschen will der Alte haben. Aua. So, ich will natürlich die Rubine hier haben. Drauf geschissen, ob ich ein paar Herzen verliere. Pick'n'Ball. Super. Aber mehr als 9 können wir nicht haben. Ich muss mir mal merken, dass ich jetzt aktuell 9 habe. Ich muss halt immer drauf achten. Ich bin irgendwie so, habe ich so das Gefühl, dass ich da gerade im Stream bin. Bin ich aber nicht. Deswegen wollte ich eigentlich gerade sagen, merkt euch mal die Zahl 9. Aber das ist ja nicht der Fall. Von daher, aber wenigstens haben wir wieder 300 Kohle. Dann können wir unser Haar nochmal ein bisschen auf... pushen. Monstermilch. Ich habe zweimal Super Monstermilch. Elendes Rattenvieh. Schluckt das. So, Herzchen. Ja, haben wir ja schon. Behalt deine Knödel bei dir. Super. Herzzinnfisch. Hat sich doch gelohnt. Genau das hatte ich aber vor. Sind die jetzt wiedergekommen, weil ich den Herzzinkenfisch... Hummerschwanz! Jo, ist eigentlich ganz gut. Dann sammle ich mal von allem 9, speichere mal. Und guck mal, ob ich da irgendwas nochmal finden kann. Ich meine allerdings, ich hätte hier noch ein Tinkerbett, den ich kriegen könnte. So, schluck das, du Lümmel. Du hau ab. So, jetzt hier rüber... Das war knapp, genau. Hier wollte ich hin. Ich habe das nämlich so noch im Blut gehabt. Aua, das. Nein! Hoffentlich wird das nicht resettet. Na komm, ist egal. So, Shanté, wackel mit den Bubis. Und wenn man genau hinguckt, sieht man's. Das hätte sie jetzt nicht übertrieben. Ja, das haben sie vielleicht ein bisschen übertrieben. Na, hier. Aber sie wackelt ja mit dem ganzen Körper. Also von daher ist es schon einigermaßen realistisch gemacht. Aber ich glaube da auch eher so der Try Sex Cells. Kann ich nichts für, das Spiel ist so. Bevor sie jetzt alle sagen, ja, ja, Graf von wegen.
Beschwerst dich darüber. Nein, ich beschwer mich nicht darüber. Ich merke es nur an. Ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Komme ich da überhaupt so hoch oder brauche ich da noch irgendwas? Ich probiere es 1, 2. Alter, du Spinne, komm her jetzt. Okay, da kann ich nicht. Also wenn ich das hier so nett schaffe. Nee. Schaffe ich nicht. Okay. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber. Aua. Was halt nicht sein soll, soll halt nicht sein. Dann ist das so. Was wollte ich eigentlich hier? Ich wollte noch.